Jetzt kommt die nächste Frage. Warum hat er denn die Welt als Probe erschaffen, wenn er weiß, was wir machen werden? Er ist doch allwissend. Er weiß das. Die Frage kann man auch ganz einfach beantworten. Wenn du zum Beispiel, ich gebe erstmal ein Beispiel, Walilal Methelul A'la, und Allah gebührt das größte Beispiel. Wenn du in der Schule bist und du hast einen Lehrer, in der Regel kann der Lehrer ungefähr sagen, wer von den Schülern eine gute Note und wer von den Schülern eine schlechte Note schreiben wird. Von der Erfahrung, die er hat mit den Schülern, so wie er kennt. In den meisten Fällen wird das Ergebnis in der Arbeit, es sei denn, der hat gefuscht, ungefähr genauso sein. Aber was wäre, wenn der Lehrer sagen würde, du schreibst keine Arbeit, ich gebe dir einfach die Note. Was wird der Schüler sagen? Der Schüler wird sagen, warum hast du mir nicht die Chance gegeben, zu beweisen, dass ich es besser kann? Warum hast du mir nicht die Chance gegeben? Du bewertest mich nach dem, was du gedacht hast, was ich machen werde. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag sagen würde, hier, guck mal, du gehst in die Hölle, du gehst ins Paradies. Warum? Ja, ihr hättet das und das gemacht. Okay, du kannst Allah nicht anklagen. Aber was wird man bekommen? Man wird die Bücher bekommen. وَوُرِيَ الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. So ist das. Und wenn das Buch aufgestellt wird, dann siehst du die Mujrimin, die Übeltäter, in Angst, in Sorge darüber, was in diesem Buch ist. Und sie sagen, oh weh uns, was ist mit diesem Buch? Es lässt nichts Kleines und es lässt nichts Großes, außer dass es aufgezeichnet wurde. Und sie finden das, was sie getan haben, anwesend. Das ist da. Das heißt, die Probe ist da. Allah weiß schon, was du machen wirst. Aber das wird genau geschrieben, was Allah wusste, was du machen wirst. Und du wirst nur zur Verantwortung gezogen, nicht was du getan hättest, sondern was du tatsächlich getan hast. Das ist die Manifestation seiner Gerechtigkeit. Das gehört dazu. يا ذاكر الأصحاب كن متأدباً